Hey, Norman ist oben. Du bist schon wie die Großmutter der Gemeinde. Besuchen Sie vielleicht die Städte privat oder dienstlich? Hey, vielleicht ein unerreichter Zeitungsartikel über öffentliche Bedürfnisse oder Publikanen. Ich komme privat, Schwarzenegger. Privat. So eine Domführung erregt mich immer noch erheblich. Das geht auf die Blase, wenn Sie verstehen, was ich meine. Hey, da hätte ich was für dich, Langer. Das würde dich mächtig auflockern, sag ich dir. Ganz cool, Mann. Siehst du die Röhre? Dann rascht auch mein Gutster. Der lockert und entspannt. Echt easy. Reinster Afghani, sag ich dir. Zieht rein wie Weiler. Kennst du ja noch aus alten Zeiten als Oberministrant? Mürre, Skylax und Lorbeer. Hey, das Harz, sag ich dir. Hey, das reißt die voll nach vorne. Teufelszeug, da sei Gott vor, guter Mann. Mensch, Thomas. Hey, brich mal raus aus deinem Leben. Wachs über dich hinaus. Wie Weihrauch, sag ich dir. Hey, hier sieht dich keine Sau. Sei mein böser Onkel. Wenn die Elisabeth nicht so dicke Beine hätte. Au, 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 au. Gestern schon. Nein, nein, nein. Also gut. Aber nur ein wenig geschnuppert wie am Weihrauch früher. Oh. Göttlich. Ich schwebe, pendel. Schwinge hinein ins Nirvana. Aber zu reden, damit die Blase sich entspanne. Hallo Bernd. Welch ein Zufall. Ich halte nämlich auch Vorträge im Dom vor den Menschen. Hallo Menschen! Hallo Thomas! Super! Der Dom wurde erbaut am zweiten Brandtage nach Septuagesima. Halleluja! Halleluja! Fürst Abt, der Dingsbums hat ihn erbaut. Und dann hat er ihn wieder erbaut. Aber egal was. Ich war auch einmal Fürst. Halleluja! Domtheater, lieber Schwarzen, Dingsbums. Die haben vielleicht geglotzt, was für ein schöner Fürst habt. Haben sie gejubelt. Halleluja. Und dann habe ich den
den Dom wieder erbaut. Ich ganz alleine mit diesen meinen Händen. Meine Damen und Herren. Halleluja. Der Papst hat gemeint, sag ich dir wirklich. Halleluja! Ha! Geht's mir gut! Ich schwebe nun von dannen, Bauernfäusten! Gott zum Gruße! Halleluja! Halleluja! Eine Ehre in meiner Anstalt. Gut wachse. Blasendrang nennt man das wohl im Volksmund. Na, schwarzen Dinger? Alter Rasta? Ich hätte mal gefragt, Doktor. Wenn man die Toilette lag, ein bisschen weniger putzen tät, könnte da vielleicht halluzinogene Pilze oder Flechte gedeihen. Wenn du vom Stadtklo in Bläsi in 10 Minuten am T-Kreuz hängen zu bleiben, dann startest du im Grunde am Stadtklo, am Millionenklo in Bläsi, startest du deinen Trip. Ohne T-Kreuz der Ex-Ärztekammerpräsident Schwabenstadt Liege schießt direkt wieder Selbstkräuber. Schau dir mal die großen Kachelanstalten an. Schau dir das Radonbad an. Oder sonst wo. Oder beim Olli im Schlachthaus. Oder im alten Hirschen. Schau dir mal die Kacheln an. Wenn du dir das Millionenklo anziehst, dann wirst du feststellen, dass der Stoff keine 10 Tage braucht, um sich zu entfalten. Hey, muss ich den Stoff dann noch putzen, oder was? Wenn du deinen Trip im Stadtklo startest, du schwebst über das Drehkreuz ein, fliegst mit dem Klobus ins Radon, ins Radonbad, ins Geisental. Dann startest du quasi im Millionenklo, in Bläsi. Das bedeutet natürlich, dass in Bläsi im Grunde genommen der Stoff schneller an die Kacheln wächst. Weil das ja klar ist. Ja, was heißt das jetzt?
Plotz in dem Mundknochen. Servus, Riedle. Ich hab dich gar nicht gesehen. Schwätzt, seid müd. Oh, da kommt Frau Bürgermeister. Hallo, schöne Frau. Hey, weißt du, wie ich meine? Hey, weißt du, noch für ein Bild bin? Hey, das ist doch so ein Schwein. Ich war eins aus dem Gemeinderat. Nee, nee. Mein Mann sagt immer, das sind Lämmer. Oder Ziegen. Aber jetzt muss ich erst mal. Dann bin ich wieder bei Ihnen. Hallo? Warum sind denn die Toiletten zu? Nee. Die sind alle besetzt. Hör schon mal. Besetzt? Ja, warum denn das? Hey. Hinter der ersten Tür sitzt die Lore Neis, weißt du mal? Die Kutsche auf die Tage, hey. Ja, um Gottes Willen, warum denn das? Hey, weißt du mal, erstens sind wir nicht am Arsch der Welt und zweitens sind unsere Zellen geheizt. Ja, und in der zweiten Zelle? Hey, das ist die Frau Rudolf. Die erträgt den Stress im Rathaus immer weniger. Allein wegen dem Böhler-Günther und seiner tüpfeligen Schießerei, weißt du mal? In einer Kachel kann sie sich konzentrieren. Auf die nächsten Auftritte von dem Pseudodom-Rocker mit Jubilate Deo und so Zeugs. Weißt du mal? Da flötet sie in der Abgeschiedenheit der Bedürfnisse wesentlich unkomplizierter, weil auch die Darmflora Flora tötet. Ja, und in der dritten Kabine da? Hey, warte mal, wo erst als sie auf den Weg. Das ist ein ganz besonderer Chick, da hockt der Duda. Duda Revic, der hat sich in der Einsamkeit so gesorgt. Sein erdrutschmäßiger Wahlsieg hat mir ein bisschen aus der Bahn geschmissen, du weißt schon mal, nee. Der arbeitet an seinem Image. Der lernt Fremdwörter und singt auf der Schüssel Volksschulhochlieder. Volkshochschullieder. Jetzt kurz. Er arbeitet an der Rede vom Gemeinderat mit dem Thema Wiederwahl leicht gemacht. Ja, und die letzte, die vierte da, die ist auch besetzt? Da arbeitet er immer. Der Kurgeschäftsführer an seiner Statistik, weißt du, wie man.
zieht Rückschlüsse aus dem abgeführten Material, Stinker und so auf die Anzahl der angereisten Busunternehmen. Das hockt er halt ständig dort. Ne? Das ist ein ganz ruhiger, der bewegt nichts, bitte mal das Drehkreuz. Ich weiß gar nicht, wie lange der Hütscher da hockt. Und die Anweisungen an seine Mitarbeiter von der HTG, die schieben doch unter der Toilette drüber. Die hätten bis heute keine Sau abgeholt. Ja, Mist. Dann muss ich wohl hier aufs Männerklo. Das stört dich doch nicht, Bernd, oder? Also eigentlich bin ich hier Künstlerin und ich brauche ein Film. Mein Stil, meine Ausdrucksformen nennt man in Fachkreisen Schwein. Unter uns Kunstschaffenden auch Wutz, Sau oder Pferdegewinner. Hier im Bereich der öffentlichen Bedürfnisanschreibung verspreche ich mir Eingebungen und Ideen. Hier atme ich mir die Welt, die ich wiederzugeben versuche, und meine Schicksale ist nun mal, ich kann nur Schweine. Ein wenig Katze vielleicht, aber Hase geht Wand. Immer wird es Schwein. Damit muss ich leben. Es ist nicht leicht. Das könnt ihr mir glauben. Aber ich lasse mich nicht unterwegen. Vergesst Barock und Jugendstil. Mein Schwein wird sich durchsetzen. So war Fritz Hürjanmeister es. Tschö Bernd. Du bist heute zurück. Ist was? Ich bin dann. Was machst du meiner Millionenkachel? Alles gerüppelt. Gerüppelt. Du, Elsi, hast du Sperrmüllgabe? Viel gerüppelt. Besser, zwei Sperrmüllkappen. Hey, Trager. Was brauchst du denn? Mini-Sperrmüllkart, weißt du mal? Gas, Gas hat gesagt, alles gerümpelt, muss er raus, muss er alles weg. Viel zu teure Schiffe, ist ich Millionen Grad. Nee, Trager, der Kreuz von nichts her, weißt du mal? Jetzt muss ich nicht alles machen. Nee, 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 nee. Klapperbach, ich entrüppele nichts. Viel zu viel Arbeit, viel zu viel Stress. Klapperbach, nee, 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 ich entrüppele nichts.
Hör, Tragan, ich mache jetzt erstmal Feschbock. Du nimmst erstmal Keks oder Pilz vor mir heute. Der mischt dich auf. Du, Karic, Karic. Nimm Drehkreuz mit. Ist Gerüppel gehört dir. In den Wand mit. Hey, hast du Sperrmüllkarte? Du, Karic. Hast du eine Sperrmüllkarte? Sperrmüllkarte. Sonst könnt ihr den Trager noch mitnehmen. Komm, ich nehm die mit und stell die zwischen meine Pflanze. Dass wir uns in der nächsten Jahr auf jeden Fall wiedersehen wollen, oder? Ja.